Leute, heute ist der 2.1.2019 und zuerst einmal wünsche ich euch allen ein frohes und gesundes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Silvesterfest verbracht und schöne Weihnachten. Und jetzt starten wir ins Jahr 2019 und gucken mal, was uns dieses Jahr so erwartet. Heute dachte ich mir, mache ich eine Kombi aus Update-Video und Mini-Datenanalyse, weil sowohl das Update winzig war, als auch das, was ich in den Daten auswerten kann. Die letzten Wochen kam ja so gut wie gar nichts raus, da konnte ich nicht wirklich eine einzelne Datenanalyse zu machen. Und heute hat sich das eigentlich auch nicht wirklich gelohnt, weil also eine einzelne Datenanalyse wäre zu wenig gewesen. Dann dachte ich mir, fasse ich das einfach zusammen. Komme ich erstmal zum Update. Heute kam eigentlich ein einziges Outfit rein und das war's. Ein Outfit. Ich gehe mal ins Shopping Center, dann können wir uns das mal anschauen. Okay, hier gehe ich mal ein Stück näher ran. Und dann haben wir hier diesen neuen Hut. Ein sehr großer Hut. Ähnelt diesen Hüten für dieses Spezialset der Cantaella oder wie das hieß, ziemlich. Nee, dass sie eben rot waren und eine Feder hatten. Aber die waren auch so riesig. Dann gibt es dieses neue Oberteil. Das finde ich persönlich eigentlich ganz schick. Sieht eigentlich ganz modern aus. Also doch, gefällt mir ganz gut. Dann hier diese Handschuhe dazu. Die Hose. Die Hose sieht auch nicht schlecht aus. Und die Stiefel. Stiefel gefallen mir auch gut. Also eigentlich gefällt mir das ganze Set ganz gut. Leider ist das komplette Set wieder nur für Star Coins zu kaufen. Und je nach Teil ist es auch recht teuer. Also gewisse Teile gehen noch von den Star Coins her, finde ich, mit 59 und 69. Dafür, dass sie auch alle championatsgeeignet sind. Ja. Aber sonst finde ich es doch schon ziemlich teuer. Dieses Oberteil hier mit 109 ist ziemlich teuer und man hatte auch gar keine Möglichkeit, sich das mit Jorvik-Schillingen zu kaufen. Das ist ein bisschen schade gemacht. Naja. Egal. Gut, haben wir das erstmal. Dann schaue ich mir noch das Set fürs Pferd an. Einmal schnell rüber. Dran und dann schauen wir mal. Das ist der Sattel. Sieht nicht schlecht aus. Ein dunkelbraun. Ja, sieht nicht übel aus. Dann hier diese blaue Decke. Steht ihm eigentlich auch ganz gut, also dem Pferd hier. Hat eine nette Musterung. Ja, kann ich nichts gegen sagen. Und dann hier die Trense. Sieht auch nicht schlecht aus. Man sieht ganz schön die Details. Ist eben eine gute Mischung aus Schwarz mit so ein bisschen dunkelbraun. Also ganz hübsch gemacht ist das schon alles. Selbst die Zügel selber sind nochmal so ein bisschen mit so dunkelbraunen kleinen Details dazwischen. Also ist schon ganz schön gemacht. Aber auch hier wieder alles nur für Star Coins zu kaufen, das ist natürlich wieder schade. Gut, und dann gibt es dazu noch eine Satteltasche und Gamaschen. Nee, Bandagen. Bandagen sind das ja hier, ne? Die blende ich einfach kurz auf dem Bild mit ein, weil die Bandagen könnte ich jetzt an dem Pferd sowieso nicht zeigen. Und die, gut, die Satteltasche jetzt theoretisch schon, aber da blende ich einfach das Bild für ein. Hier sieht man es eigentlich ganz gut. Ja, passt eben zu dem Set. Ist auch ganz süß. Ja, und das war es eigentlich schon an Update für heute. Es kam dieses eine Set. Star Stable hat eben extra geschrieben, sie arbeiten jetzt gerade an den größeren Updates, vor allem an dem Update mit den Soul Ridern, die ja überarbeitet wurden, genauso wie ihre Pferde. Und daher stehen jetzt die nächste Zeit erstmal eher kleine Updates an. Gut, komme ich nun aber zum Datenanalyse-Teil. Es ist eigentlich nicht wirklich viel passiert in den Daten. Also die letzten Male, wie gesagt, kam so gut wie gar nichts. Also oder so winzige Kleinigkeiten, dass ich sie nicht erwähnen konnte. Oder einfach nur irgendwelche Fehlerbehebungen. Dafür kann ich ja keine extra Datenanalyse machen. Und nun, diesmal kam, naja, es wurde Lisa so ein bisschen überarbeitet und wurde in verschiedenen Quests angepasst. Das stelle ich mir auch sehr aufwendig vor, weil ihr wisst ja eigentlich schon, es sind ja richtig viele Quests eigentlich schon mit den Soul Ridern. Und in all diesen Quests müssen ja die Soul Rider angepasst werden. Das heißt, die ganzen Quests, die es schon gibt,
da müssen die auch angepasst werden, dass die ganzen Bewegungen stimmen, dass die verschiedenen Leute an den verschiedenen Orten sind und so weiter. Also das ist schon einiges an Aufwand, kann ich mir schon vorstellen. So, dann wurden noch ein paar Kleinigkeiten in der Welt verändert. Also wieder verschiedene Dinge in der Umgebung, die angepasst wurden, wie verschiedene Sträucher und Bodenteile und sowas eben. Jetzt nichts direkt Erwähnenswertes, nichts Wichtiges. Dann wurden Ballons hinzugefügt. Kann jetzt schon für die Neujahrsfeier sein. Wobei, die ist ja schon wieder fast vorbei, oder ist schon vorbei. Nee, die ist schon vorbei eigentlich. Wir haben ja schon neues Jahr. Dann ist sie vielleicht für was anderes geplant. Mal sehen. Auf jeden Fall wurden Ballons eingefügt, für was auch immer. Und es wurden zwei Farben von Lipizzaner überarbeitet. Also zwei Farben, die schon in den Daten vorhanden sind. Aber die wurden eben nochmal angepasst. Ich denke mal, das sind die beiden unveröffentlichten, die noch drin sind. Vielleicht haben sie ja mal vor, die demnächst mal mit rauszubringen. Wäre ja mal ganz interessant eigentlich. Ich meine, die sind schon so lange drin. Ich dachte mir so, die kommen wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber vielleicht planen sie die ja doch mal rauszubringen. Da sie ja sowieso nur alte oder sagen wir mal kleinere Updates bringen wollen jetzt die nächsten Wochen, da würde es ja vielleicht sogar passen, dass sie da die Lipizzaner mal irgendwo mit reinpacken. Die bringen ja sowieso ganz gern Pferde raus zur Zeit. Dann könnten sie die ja mal gleich mitmachen. Ja, und dann wurden heute auch drei neue Farben von den Clydesdales hinzugefügt. Die drei Farben, die eigentlich in den Daten schon vorgemerkt waren, aber eben noch nie rausgebracht wurden oder hinzugefügt wurden. Das wurde immer so als Karo-Pferd dargestellt, wenn man sich das angeschaut hat. Und diese drei Farben wurden heute hinzugefügt. Ich werde sie euch auch zeigen. Ich habe ja gesagt, ich zeige die Bilder wieder begrenzt. Ich zeige nicht zu viel, ich zeige einfach nur ein Bild von den oder zwei Bilder von den jeweiligen Farben von jeder Seite. Und mehr nicht. Also wenn ihr die neuen Farben nicht sehen wollt und euch nicht spoilern lassen wollt, was das angeht, schaltet jetzt bitte schon das Video aus, weil, wie gesagt, ich zeige die jetzt kurz. Gut, ich blende sie einfach mal ein. Haben wir hier die erste Farbe. Muss ich sagen, ist eine ziemlich interessante Farbe. Ich bin der Meinung, sowas haben wir auch noch gar nicht im Spiel drin. Ich bin mir auch gerade gar nicht so sicher, wie das heißt. Ob das irgendwie so Silver Devil heißt oder sowas in der Art. Sowas gibt es, glaube ich, auch. Ne? Aber ich bin jetzt auch so, was bestimmte Farben angeht, bin ich echt nicht so der Kenner. Und von der weiß ich jetzt gerade nicht so richtig den Namen. Aber ist auf jeden Fall eine interessante Farbe. Finde ich auch schön, dass die Mähne so ein bisschen zweifarbig ist. Hat auch nicht nur schwarze Mähne, wie die anderen alle, oder braune. Das finde ich ganz, ganz cool eigentlich, das Pferd. Ist mal was anderes. Dann haben wir hier dieses Pferd, ist auch ganz schön. Ist eigentlich recht ähnlich wie der eine, der schon drin ist. Ich finde, da hätten sie vielleicht noch ein bisschen andere Farbe nehmen können. Okay, ich meine, der Kontrast zu dem schwarzen ist eigentlich ganz cool. Aber es sieht auch wieder dem anderen ein bisschen zu ähnlich, finde ich. Vielleicht so ein bisschen anderer Farbton irgendwie. Dass man noch ein bisschen mehr Vielfalt drin hat. Aber gut. Und zum Schluss haben wir dann hier diesen hier. Ist auch ein ganz schöner. Also gut, ich muss sagen, das ist jetzt nicht so ganz mein Geschmack. Es ist schon schön bearbeitet, aber es ist jetzt nicht meine Farbe so. Also hat ja jeder so seinen Geschmack und diese Farbe auf diesem Pferd ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Aber insgesamt finde ich sie trotzdem schön gemacht. Gut, das waren die drei neuen Farben und dann gab es ja noch diesen braunen in den Daten, den ihr sicherlich auch schon gesehen habt, wenn ihr euch mit ein bisschen... Ich glaube, ich hatte auch schon mal gezeigt. Und ansonsten gibt es ja meistens auch diese YouTuber, die da Videos drüber machen und die Pferde schon im Spiel zeigen. Und da wurde der braune auch schon gezeigt. Also sind jetzt praktisch noch vier Farben in den Daten. Ich vermute mal, einer davon wird wieder in die App kommen, wie es jetzt bei den ganzen letzten Rassen so war. Und die anderen werden dann in ein paar Wochen ins Update kommen. Die anderen drei. Na gut. Aber das war es auch schon wieder zu den Daten. Mehr war nicht in den Daten, also mehr wurde auch nicht groß geändert. Also eben natürlich wieder so Fehlerbehebungen und Textkorrekturen und sowas. Aber sowas erwähne ich meistens nicht mit, weil das ist einfach... Das sind so Kleinigkeiten, da denke ich mir, wenn ich jetzt jedes Mal bei jedem Update sage, ja, da und da wurden Fehler behoben und da wurde ein Text korrigiert, das ist doch auch eher langweilig, denke ich. Na gut. Das war es aber ansonsten für heute. Ich würde euch jetzt sehr viel Spaß mit dem Update wünschen, aber es ist im Grunde ja nur sozusagen ein Outfit.
Ich meine, ich weiß, dass Starstable im Hintergrund arbeitet und ich denke mir auch, dass sie sehr viel zu tun haben. Aber so viel kann man mit diesem Outfit ja nicht machen. Ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Outfit findet oder was ihr zu den drei Farben sagt. Welche euch davon am besten gefällt oder ob ihr euch vielleicht sogar überlegen würdet, eine davon zu kaufen. Ich muss sagen, ich überlege ja, ob ich mir vielleicht die erste hole. Mal gucken, wie sie mir dann gefällt. Mal schauen. Gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß heute und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!